Hallo und willkommen zum heutigen Tutorial. Wir möchten uns heute beschäftigen mit der AGM 88 HARM in Verbindung mit dem HARM Targeting System, dem HTS, und als Sensor in dem im HAS-Mode. Ich habe hierzu eine kleine TE erstellt mit drei SA-Stellungen, eine SA3, eine SA2 und eine SA5. Und wir selber werden oder haben zwei AGM 88 dabei und ich möchte euch demonstrieren, wie man die abschießt. So, wir befinden uns jetzt einige Meilen vom Zielgebiet, das sind noch ca. 30 Meilen und möchte jetzt erstmal ein paar Grundlagen durchgehen. Die AGM 88 HARM hat laut ihrer Werte eine effektive Kampfreichweite von 50 bis 70 Meilen. Im Falcon liegt die tatsächliche Reichweite auch aufgrund der Bubble so die Abschussreichweite bei 40 bis 55 Meilen. Das kommt auch so ein bisschen auf die Höhe drauf an, aus 30 bis 35.000 Fuß leicht geloftet, also dass man die Nase mit Nachbrenner noch ein bisschen hochnimmt. Da kommt man natürlich deutlich weiter, da schafft man bequem über 50 Meilen, um ein Ziel anzugreifen, als wenn man die HARM auf 10.000 Fuß abschießt und die Rakete selber erstmal noch 30.000 Fuß an Höhe durch ihren Antrieb gewinnen muss. Die HARM ist eine passive Rakete, die Radarstrahlen auffängt und auf ihren Ursprung zusteuert. Funktioniert ähnlich wie die Home-on-Jam-Funktion der AIM-120. Es ist halt so, dass die Radarstellung von, nehmen wir mal als Beispiel die SA3, das Low-Blow, hat oder sendet Radarstrahlen aus, um gegnerische Flugzeuge zu finden. Die HARM fängt diese Radarstrahlen auf und folgt diesen bis zum Ursprung und schlägt dann genau dort ein. Also die HARM dient nicht dazu, gegnerische Ziele zu bekämpfen, also gegnerische Abschussstellungen, SAM-Abschussstellungen zu bekämpfen, sondern dient eigentlich dazu, die Radarsysteme der SA-Stellungen zu zerstören. Deswegen heißt es auch High-Speed Anti-Radiation Missile. Gut, kommen wir dazu, wie feuern wir die HARM ab? Wir befinden uns jetzt, wie gesagt, einige Meilen vom Zielgebiet. Wir haben hier links und rechts jeweils eine HARM unter dem Flügel und sehen in unserem RWR schon hier oben ein SA3 und ein SA5 Spike. Das sind einmal hier die SA3 und die SA5 ist einige Meilen dahinter. Zuallererst schalten wir den Master Arm auf On, das war schon, und wechseln in den Air-to-Ground-Modus. Dann haben wir die SMS-Page. Wir müssen die HARM auch hochfahren, das heißt Power On geben. Das funktioniert eigentlich instant, man hat keine große Aufladezeit, Hochfahrzeit. Die können so ziemlich unmittelbar abgeschossen werden. Danach fangen wir mal an, dass die HARM mit dem HAD, mit HTS, mit dem HARM Targeting System abgeschossen wird. Wechseln wir auf die HAD-Page. Ich habe die bei mir im rechten MFD und da sehen wir hier unten unser Flugzeug und dann hier davor so eine Ellipse, so ein Halbkreis, Dreiviertelkreis, also so ein rundes Teil, was nach vorne geht. Das ist der Bereich, in dem die HARM Ziele bekämpfen kann, was sie aufgrund ihres Treibstoffs erreichen kann. Das variiert auch, wenn man höher fliegt, ist das größer, wenn man auf 10.000 Fuß liegt, kann das sein, dass das hier schon aufhört. Hier vorne sehen wir die SA3-Stellung. Ich habe jetzt hier den Sense of Interest auf das rechte MFD gestellt. Und da funktioniert das eigentlich wie auf dem Radar. Wir haben hier so einen Radar-Cursor, die beiden grünen Balken, den können wir vor- und zurückwählen. Den lege ich da über diese SA3, weil da an diesem Wegpunkt müsste die SA3 sein. Wir sehen hier, das ist unsere Wegpunkte sind da eingezeichnet.
die wir hier auf dem HSD sehen. Hier ist die SA3 und das ist das passende Bild vom HAD, von dem HAMM-Targeting-System. Wir sehen hier die grünen Linien, unsere Wegpunkte. Das ist unser Flugzeug und hier ist das Ziel. Man kann auch hier variieren von der Reichweite, die Scan-Reichweite. Wir werden hier auf 120 Meilen. Da sehen wir hier oben auch noch, werden Radarstrahlen von der SA5 aufgefangen. Wir möchten jetzt zuerst aber mal die SA3 bekämpfen. Die befindet sich am Wegpunkt 3, den wir momentan ansteuern. Gut, wir haben jetzt unseren Radarcursor über die SA3 gelegt. Und ihr seht schon, der HAD hat mehrere Zoomstufen. Ich kann die Zoomstufen entweder über den Pinky-Switch am Stick durchschalten oder aber über hier oben den USB 3. Gehe ich erstmal in die Expand-Modus 1, in den Expand-Modus 1, lege hier auch den Cursor über die SA-Stellung, die ich bekämpfen möchte, und gehe dann in den Expand-Modus 2. Ich wähle hier jetzt die 3 aus. S ist ein Search-Radar und die 3 ist dann das Tracking-Radar der SA-Stellung. Wenn ich den Cursor darüber gelegt habe, drücke ich einmal TMS ab, dann erscheint so ein kleiner Kasten. Da kann ich dann auch wieder rausgehen aus dem Expand-Modus. Ich kann aber auch drin bleiben. Das heißt, diese SA-Stellung ist dann aufgeschaltet. Sobald ich das gemacht habe, erscheint im HUD diese Abschussklammer. Wir kennen das schon von den Luft-Luft-Raketen. Mit dem Dreieck, was uns anzeigt, befindet sich die HAM in Abschussreichweite oder nicht. Wir sind jetzt ziemlich genau mittendrin. Der Kreis blinkt. Das heißt, wir können eine HAM abschießen. Das machen wir jetzt auch gleich mal und feuern die ab. Das Brevity dafür ist Magnum, bedeutet also, die HAM wird aufs Ziel geschossen. So, wie wir gesehen haben, nutzt die HAM einen Großteil ihren Treibstoff hauptsächlich dazu, um Höhe zu gewinnen und geht dann in einen Gleitflug über. Ist auf knapp 40.000 Fuß gestiegen und fliegt dann wieder im Bogen nach unten auf das Ziel zu. Ärgerlich ist, dass sich das Radar unmittelbar hinter einem Haus befindet. Es kann also sein, dass das jetzt gar nicht zu einem Treffer führt. Das sind Sachen, die kann man hier aber dann noch nicht erkennen. So, wie wir sehen, ist das Radar immer noch aktiv. Unsere HAM hat also nichts bewirkt. So, wie die HAM über das HAM-Targeting-System abgeschossen wird, über die HAD-Page, das sollte soweit klar sein. Auch wenn die HAM hier die SA3 nicht getroffen hat, denke ich, wurde deutlich, wie schieße ich eine HAM ab, wie schalte ich das Ziel auf und wie fliegt die Rakete dann ins Ziel. Ob die Radarstellungen verdeckt sind, das sollte natürlich vorher in der Einsatzplanung aufgeklärt werden, um entsprechend den Anflugweg anzupassen. Ich möchte jetzt aber darauf eingehen, wie schieße ich denn eine HAM ab, wenn ich kein HAM-Targeting-System dabei habe. Es können ja nicht alle Blockversionen der F-16 das HTS tragen. Hierzu wechseln wir in die Weapon-Page. Das ist die Einstellungsseite für die Rakete selber und wählen hier den HAS-Mode aus über den USB 19. Das ist HAMS-Sensor. Wir sehen, dann taucht diese Seite auf. Wir sehen hier oben ein grünes Viereck, wo angezeigt wird,
was für Radarstrahlen eingehen. Wir haben einmal Radarstrahlen einer SA3 und Radarstrahlen einer SA5. Hier unten haben wir so ein T und sehen auch hier die SA3 und die SA5. Die SA3 befindet sich unmittelbar vor uns und die SA5 ist so auf 10 bis 11 Uhr gelegen. Das Abschießen ist hier natürlich ein bisschen schwieriger, weil ich keine konkreten Entfernungsangaben habe und nur die Richtung eingestellt habe oder angezeigt bekomme, aus der die Radarstrahlen auf die HAM eintreffen. Wir wählen jetzt hier nochmals die SA3 aus und werden die nochmal bekämpfen. Zuvor fliege ich einen kleinen Bogen, dass wir dieses Mal auch zu einem Treffer kommen, um zu sehen, wie die Rakete ins Ziel geht, und melde Gut, mich dann wieder. wir haben uns jetzt ein bisschen gedreht, wie wir hier sehen. Ich bin jetzt ein bisschen einen Rechtsbogen geflogen und fliege jetzt von der Seite auf die SA3 zu und wir schalten die jetzt wieder auf. Sind derzeit ca. 24 Meilen weg und haben jetzt wieder den HAS-Modus über die Weapon-Page der SA3 eingeschaltet und drücken hier oder bringen unseren Radarcursor jetzt über die SA3. Wir sehen auch hier gibt es einen kleinen Radarcursor. Wir legen den hier drüber, drücken einmal TMS ab und dann erscheint dieses Fadenkreuz. Wir warten jetzt kurz, bis hier unten ready erscheint. Dann wäre die HAM soweit fertig, oder wäre die soweit, um das Ziel anzugreifen. Das nächste wäre dann auch hier. Über den Pickle-Button die Arm abzufeuern. Caution. Caution. Wir sehen, die Rakete ist wieder einen hohen Bogen geflogen und schlägt dieses Mal hinter dem Gebäude ein. Allerdings kann ich auch hier jetzt das Ziel nicht sehen. Bin mir also nicht sicher, ob das jetzt auch ein Treffer wird. So, dann schauen wir mal, ob wir da was getroffen haben. Wir sehen hier, die 3 ist verschwunden, es ist nur das Searchradar aktiv, also war unsere letzte HAM ein Treffer und wir haben das Radar der SA3 zerstört. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit ein bisschen demonstrieren oder deutlich machen, wie die AGM 88, die HAM, funktioniert, wie sie abgeschossen wird mit den beiden Modi, einmal mit dem HTS für die zum Beispiel die Block 40 oder als HAS mit der haben als Sensor oder als Zielmechanismus, was dann für die Block 50, 52, die das Lantiern-System tragen können und kein HTS tragen, relevant ist. Man muss bei dem Abschuss über den HAS-Modus, wenn man die HAM als Sensor benutzt, natürlich die Entfernung selber einschätzen und selber gucken, wann befinde ich mich in Reichweite und diese dann entsprechend auslösen. Sollten noch Fragen offen sein, schreibt sie in die Kommentare. Ich gehe darauf ein, werde die dann entsprechend abhandeln, gegebenenfalls einen kleinen Zusatz zu dem Video machen. Und bedanke mich erstmal für das Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.